Hi zusammen, ich bin's Daniel und ich habe mir heute mal gedacht, schauen wir uns doch mal gemeinsam die Strecke an. Denn wer zum ersten Mal dabei ist, der kann das natürlich überhaupt nicht einschätzen. Und deshalb möchte ich euch den einen oder anderen Tipp mal geben, mal schauen, was sich gegenüber letzten Jahr geändert hat. Und da es mein 10. Strongman Run insgesamt ist, mit Belgien und Holland auch noch mit dabei, denke ich mal, dass ich hier den einen oder anderen Tipp geben kann, vor allen Dingen was auch die Anreise betrifft und so weiter. Wir befinden uns hier auf der offiziellen Streckenbeschreibung von der Strongman Run Seite. Da könnt ihr euch das auch genauso angucken, wie ich das jetzt mache. Da stehen schon die meisten Hindernisse drauf. Einige fehlen anscheinend noch. Die werden wahrscheinlich diese Woche noch veröffentlicht. Und soweit man jetzt hier schon sehen kann, kann ich euch das natürlich auch zeigen. Und wir gehen mal die Strecke entlang. Schauen wir uns doch erstmal die Anreise überhaupt an. Ihr werdet wahrscheinlich von dieser Straße kommen oder dieser Straße. Eventuell, wenn ihr irgendwo übernachtet habt, auch von dieser Straße. Und dann staut sich natürlich alles hier an diesem Kreisverkehr. Deshalb solltet ihr, nehmt diesen Tipp wirklich wahr, mindestens 4 bis 5 Stunden früher anreisen, damit ihr hier keine Probleme habt und im Stau steht. Vor allem bekommt ihr dann auch noch einen Parkplatz hier vorne irgendwo und könnt dann ganz gemütlich hier rüber und wieder zum Auto zurück. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Strecke noch ein bisschen zu begutachten. Also reist wirklich nicht unbedingt erst 2 Stunden früher an, denn das ist schon viel zu spät dafür. Den Abend vorher gibt es natürlich hier in diesen kleinen Dörfchen hier, das so aufgebaut ist, so die Partymeile. Gibt es ja wahrscheinlich auch wieder die Pasta-Party und die Disco. Da kann man sich dann natürlich aufhalten. Und wenn ihr am Tag dann da seid, bekommt ihr wahrscheinlich eure Startunterlagen hier in diesem großen Gebäude im Ring Boulevard. Und wenn sie es jetzt nicht geändert haben, letztes Jahr war es auf jeden Fall so, da könnt ihr dann Freitagabend oder Samstagmorgen halt direkt hin. Deshalb solltet ihr auch sehr früh ankommen, damit ihr eure Startunterlagen noch holen könnt. Der Bereich ist sehr groß, also da wird es auch nicht so überfüllt sein oder sowas. Da ist wirklich sehr viel mitgedacht worden, dass dort genug Platz ist. Und da könnt ihr euch natürlich auch noch ein bisschen aufhalten. Ihr lauft dann einfach hier über die Straße, über diese Überführung hier und kommt dann hier rein und könnt dort eure Startunterlagen abholen. Wenn ihr dann eure Startunterlagen habt und bereit seid zu laufen, dann geht am besten so, ja, anderthalb bis eine Stunde vorher schon zum Start. Der befindet sich hier am Ende. Da geht ihr dann einfach hier unten unter diesen Tunnel entlang. Da wird es dann auch sehr viele Leute geben, die dann natürlich hergehen. Ihr könnt natürlich auch hier, ist irgendwo noch ein Fahrstuhl und Toiletten und so weiter sind hier auch überall drin. Das ist also kein Problem. Dann geht ihr hier rüber, einen anderen Weg rüber gibt es nicht. Und dann seid ihr hier, kommt ihr hier an. Und hier gibt es dann diese ganz große Fläche, auf der dann auch wohl die Bühne stehen wird und ein paar andere Sachen. Und den Kleiderbeutel, den gab es letzte Mal auf diesem Platz hier. Dort könnt ihr dann euren Kleiderbeutel, eure Tasche oder sonst was abgeben. Und dann seid ihr da eigentlich schon sicher und seid in der Nähe vom Start. Zu eurer Tasche oder Kleiderbeutel. Ich rate euch wirklich dringendst, macht euch da einen Beutel fertig, wo ihr komplette Wechselklamotten drin habt, die auch richtig warm sind. Macht da ruhig eine Jacke rein, eine Regenjacke und neue Socken und alles Mögliche. Denn wenn es so ist wie im letzten Jahr, dass es dann wieder ein bisschen am Regnen war und ziemlich kalter Wind ist, dann werdet ihr verdammt unterkühlt sein. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann, ja, in neue Sachen quasi schlüpfen kann, die wirklich warm sind. Also das wirklich als größter Tipp von mir. Ich habe da so viele Leute gesehen, die in der Ecke irgendwo gelegen haben mit ihrer Rettungsdecke und sich einen abgefroren haben. Nehmt wirklich kompletten Satz neuer Klamotten mit, denn das wird euch nachher auf jeden Fall wieder warm halten. Dann gab es hier auch noch Duschen, die waren sogar warm. Wenn ihr schnell lauft, dann bekommt ihr auch noch relativ saubere Duschen. Die werden natürlich nachher auch dreckig, aber das sollte eigentlich jedem klar sein. Aber dass es warme Duschen gab im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es jetzt in diesem Jahr genau ist, das war auf jeden Fall ein großer Pluspunkt und dort konnte man sich natürlich auch aufwärmen.
Ansonsten könnt ihr wahrscheinlich euer T-Shirt und so weiter hier wieder in diesen Boxen abholen. Dort konnte man sie auf jeden Fall im letzten Jahr abholen. Da gibt es dann die T-Shirts und dann schauen wir uns doch jetzt auch erstmal die Strecke an. Denn für die Strecke, beziehungsweise um zum Start zu kommen, müsst ihr dann irgendwo hier durch diese Boxen gehen. Da sind dann so Durchgänge, dann kommt ihr hier hinten rein und könnt dann in die Startaufstellung reingehen. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr da keinen Platz mehr kriegt. Also da ist eigentlich noch sehr viel Platz, auch noch eine Stunde vorher. Da kann man sich aber schon hinstellen, sich dann warm laufen und so weiter. Wer jetzt relativ langsam laufen möchte in einer Gruppe mit Kostüm, der sollte sich auch ein bisschen weiter hinten hinstellen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wer jetzt natürlich auf Zeit laufen möchte oder Platzierung oder so weiter, der stellt sich dann ein bisschen weiter nach vorne. Ihr braucht aber keine Angst haben, auch wenn ihr nicht ganz vorne steht, dann könnt ihr trotzdem gute Zeiten laufen, denn viele Leute übernehmen sich einfach und die holt ihr dann nachher sowieso. Und die Straße hier ist breit genug, wirklich für alle Läufer, dass ihr da auch ein bisschen überholen könnt. Bei der Startaufstellung gibt es manchmal auch noch, ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier war, aber so kleine, doch, das war letztes Jahr auch, so kleine Pissoirs, da kann man dann nochmal sich entledigen, wenn man denn muss. Und ja, für die Frauen ist es natürlich schwieriger, da gibt es jetzt nichts. Aber ansonsten kann man sich hier schön an der Seite auch warm machen, nochmal dehnen und so weiter und geht dann nachher in die Absperrgitter rein, auf die Strecke, auf die Startaufstellung. Und dann wird genau hier an diesem Punkt dann wahrscheinlich der Start sein. Es zählt natürlich dann eure Zeit auch. Wenn ihr mit eurem Chip über den Start lauft, dann zählt die Zeit für euch. Da gibt es dann die Brutto- und Nettozeit am Ende. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie sich das in den Ergebnislisten dann niederschlägt. Das kann ich vielleicht hier unter die Kommentare nochmal schreiben. Ein Tipp von mir nochmal zur Startaufstellung. Wenn ihr da schon eine Stunde früher hingeht und ihr habt eure ganzen Kleider abgegeben, dann zieht euch einfach mal so ein Regenponcho oder sowas an, die gibt es ja für 2 Euro, so komische Plastiktüten oder halt einen gelben Sack oder was auch immer, den ihr euch noch überzieht, ein altes T-Shirt, irgendwas, was ihr dann wegwerfen könnt, damit ihr noch ein bisschen warm bleibt am Start natürlich. Wenn ihr sofort in kurzen Klamotten hingeht, seid ihr nach Stunde, anderthalb Stunden stehen, natürlich dann auch ein bisschen ausgekühlt, deshalb nochmal irgendwelche Sachen drüber ziehen, die ihr dann einfach wegwerfen könnt. Ich hatte letztes Jahr auch noch so einen alten Pullover, den habe ich dann beim Start irgendwo hier hingeschmissen, den habe ich sogar wiedergefunden. Also wenn ihr auch Leute habt an der Strecke, die euch begleiten, dann könnt ihr denen natürlich auch die Sachen hinschmeißen. So viel auf jeden Fall schon mal zum Anfang. Jetzt starten wir wirklich und wir stehen am Ziel und 3, 2, 1, los geht's. Alle rennen los, alle wollen vorne sein bei den Fotos und so weiter. Lasst euch nicht irritieren, lauft lieber locker los. Ich sag euch, das haut nachher noch wirklich rein. Ihr lauft dann hier auf dieser breiten Formel-1-Strecke oder Rennstrecke besser gesagt. Lauft ihr dann, ihr habt genug Platz, auch hier in den Kurven und so, keine Probleme. Hier die Strecke sieht auf dem Bild jetzt vielleicht nicht so breit aus, aber die ist wirklich sehr breit. Das funktioniert ohne Probleme. Dann geht es auch erstmal ohne großartige Hindernisse hier diese Kurven herum, damit sich das Feld natürlich auch ein bisschen zieht. Vorletztes Jahr war es, glaube ich, so, dass hier schon mal ein paar kleine Hindernisse waren, einfach nur so ein paar Heuballen. Das war jetzt aber nichts Großes, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Dann geht es erstmal hier ab, hier rein. Da ist auch noch alles breit genug, dass alle nebeneinander laufen können. Und dann gibt es einen kleinen Zickzackkurs und der ist auch nicht zu unterschätzen, denn hier gibt es so kleine Hindernisse, wo man dann drüber muss. So eine kleine Wand aus Strohballen war dort letztes Jahr und hier geht es aber auch ein bisschen hoch und runter. Wenn ihr hier runter lauft, dann geht es auch hier wieder nach oben. Also das zieht dann schon das erste Mal so ein bisschen an der Muskulatur. Aber hier muss man dann einfach nur ganz locker durch und kann dann die restliche Strecke genießen. Dann geht es weiter, wenn ihr hier rauskommt, dann geht es hier erstmal ein paar Zuschauertreppen nach oben, die Ränge nach oben, lauft oben entlang, wieder runter, die Stufen, Stufen wieder hoch, Stufen wieder runter.
Hier sind jetzt auch keine Hindernisse gewesen, sondern einfach nur immer die Treppen hoch und runter. Da könnt ihr dann natürlich immer, wenn ihr hier anlauft, ein bisschen Schwung nehmen und dann den Schwung mit nach oben nehmen. Dann verliert ihr da auch nicht so viel Kraft. Und hier hinten geht es dann rein auf so einen Restaurant oder sowas zu, weiß ich jetzt nicht. Und hier geht es wirklich sehr steil bergab. Also hier kann man, hier muss man auch aufpassen, dass man sich vielleicht nicht überschätzt oder so und dann hinfällt. Aber hier geht es sehr steil bergab. Da kann man sich wieder ein bisschen erholen. Das ist dann kein Problem. Und meistens gibt es dann hier auf dieser Strecke oder hier in dieser Kurve den ersten Verpflegungsstand, den man auf jeden Fall auch mitnehmen kann oder mitnehmen sollte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt schon in der ersten Runde, aber ein bisschen was trinken kann man natürlich immer. Dann sind wir natürlich auch runter vom Asphalt. Jetzt wird es ein bisschen crossiger, ein paar Steine, ein bisschen Wald und Wiese sozusagen. Dann lauft ihr hier so quer drüber. Das ist natürlich jetzt alles, ich glaube, von einem Festival oder so, so wie es aussieht. Auf jeden Fall ist hier alles freies Feld und dann lauft ihr einfach hier herum, so einen Weg entlang, bis ihr dann zu einer großen Wiese kommt, wo es dann auch schon das erste Hindernis gibt. Hier sind wir jetzt auch schon am ersten Hindernis und 50 Shades of Mud. Wer braucht das schon, steht hier. Auf jeden Fall wird es irgendwas mit Schlamm sein, wo man durchkriechen muss. Wahrscheinlich unter einem Netz drunter her oder sonst was. Da solltet ihr ganz locker durch, nicht zu viel wollen, denn da kann man sich natürlich auch schon mal so ein bisschen die Knie aufschlagen. Jetzt nicht so extrem, aber man kann sich die ersten Schürfungen holen, aber das ist kein Problem. Dann geht es weiter, ein bisschen hoch und runter. Hier ist auch ein bisschen Steigung mit drin. So ein kleines Gefälle, glaube ich, hier. Bis zum zweiten Hindernis geht es da. Und Knie Man's Land. Das war letztes Jahr auch so, da gab es ein bisschen Elektro, da gab es ein bisschen hoch und runter, wo man dann durch konnte. Und da müsst ihr dann einfach durch und Kopf runter auf jeden Fall und sucht euch einen Weg, wo ihr vielleicht nicht zu viele Elektro-Dinger da mitbekommt. Und wenn ihr da durch seid, habt ihr es auch schon geschafft. Da gibt es auch ein bisschen nach oben und dann seid ihr auch schon durch das Hindernis. Kann sich ganz schön ziehen, sieht hier auf jeden Fall viel aus, ein bisschen Wasser mit dabei, aber macht auf jeden Fall Spaß. Wenn wir dann fertig sind mit dem Kriechen, geht es hier nochmal ein Stückchen nach oben auf das dritte Hindernis zu. Das sind ein paar K.O.-Tainer, also da müsst ihr einfach nur oben drüber oder könnt dann auch in der Mitte durch, so wie das aussieht, beziehungsweise müsst erst oben drüber und dann in der Mitte nochmal bei so kleinen Boxsäcken, sag ich mal, da durch. Das ist eigentlich kein Problem, hier hochzukommen. Das sieht auch nicht sehr hoch aus. Da könnt ihr euch dann einfach die Arme aufstützen und dann hochziehen. Oder ihr helft euch natürlich gegenseitig. Auf jeden Fall kein Hindernis, was euch jetzt irgendwie ausnocken würde. Da durchzukommen, das macht natürlich auch Spaß, wenn man da mit mehreren Leuten durchläuft und den anderen einfach mal mit so einem Boxsack dann weghaut. Da kann man schon was machen, aber man muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf die anderen Läufer, man sollte es jetzt nicht hier übertreiben oder da irgendwelchen Blödsinn machen. Dann gibt es mal wieder eine kleine Strecke zu laufen, ein bisschen Cross und dann gibt es auch mal wieder ein bisschen Asphalt wieder. Einfach um die Kurve hier, dann geht es so eine lange Strecke oder so eine Strecke hier um die Ecke. Zum nächsten Hindernis, Hindernis 4, da haben wir Slim Time. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich lustig, wenn ihr dann voller Schleim seid und dadurch müsst, gerade wenn ihr vorne, relativ weit vorne seid, dann wird das ganze Ding natürlich noch voll sein, da bekommt ihr die volle Matsche ab und wie sich das entwickeln wird in der zweiten Runde, das wird natürlich lustig, dann wird das Ganze natürlich noch glitschiger und der ganze Matsch und Schlamm, den die Leute so mit reintragen, der verteilt sich dann natürlich auch noch. Dann gehen wir ein Stück weiter, dann wird wieder ein bisschen gelaufen. Da geht es, glaube ich, ein Stückchen berghoch und dann geht es auf diese kleinen Halden zu. Da waren letztes Jahr so ein bisschen aufgeschütteter Schutt und hier geht es auch nochmal so ein bisschen bergig nach oben. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen, weil wenn dort sehr viele Leute nebeneinander sind, dann muss man sich in der zweiten Runde auch schon mal ein bisschen dran vorbeiquetschen. Da hat es sich, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen gestaut. Aber
Das ist eigentlich auch kein Problem. Hier vorne ist eine schwierige Stelle, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist so eine kleine Kuhle, so ein Fluss oder sowas. Und da geht es wirklich sehr steil runter, da seid bitte vorsichtig. Nicht unbedingt auch auf dem Arsch runterrutschen, sonst macht ihr euch die Hose kaputt, sondern einfach nur ganz vorsichtig und langsam darunter gehen. Zeit könnt ihr nachher immer noch wieder gut machen. Kurz danach geht es dann auch schon auf das, ich glaube, steilste Stück. Hier war letztes Jahr auch die Bergwertung und hier gibt es dann auch ein paar Hindernisse mit auf der Strecke. Alpla Südwand, das Hindernis Nummer 5. Da müsst ihr natürlich nicht nur nach oben laufen, das steile Stück, sondern auch über so ein paar Hindernisse. Da gab es wirklich sehr viele Leute, die letztes Jahr auch einfach hochgegangen sind. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ihr verliert da auch nicht so viel Zeit, wenn ihr da jetzt hochgeht oder so, sondern achtet auf eure Oberschenkel, denn die werden dann mit Sicherheit brennen. 900 Meter Strecke mit 100 Meter Höhenunterschied. Das ist natürlich richtig hart. So ein paar Reifen noch dazwischen, aber das ist eigentlich kein Problem. So viele sind da jetzt auch nicht, dass man da irgendwelche Probleme bekommt, aber es haut natürlich auch schon rein. Und dann sind wir irgendwann oben angekommen. Ich weiß nicht, ob es einen Bergsprint geben wird dieses Jahr, wurde mir noch keine Antwort gegeben. Aber wenn ihr oben seid, dann könnt ihr euch entspannen, dann geht es erstmal noch ein bisschen bergab. Hier oben bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das letztes Jahr auch schon war. Ich glaube aber nicht. Das ist, glaube ich, neu. Aber hier gibt es dann die Heldenpresse. Das war letztes Jahr auch so. Da gab es so Reifen, wo man einmal drüber musste, drunter musste. Könnt ihr in meinem anderen Video sehen. Da habe ich da ein Video gemacht von der einen Runde. Und da muss man einfach eine kleine Technik finden, wie man da am besten drüber kommt. Da kann ich mal zeigen innerhalb der Woche noch, wie man über solche Hindernisse am besten drüber kommen kann. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist sehr mächtig, dieses Hindernis, weil man auch hoch und runter muss. Da müsst ihr gucken, ob ihr am besten drunter durchkommt oder drüber durchkommt. Ich rate immer dazu, wenn es geht, drunter zu gehen und sich dann einfach zu rollen. Und wenn ihr dann drunter gerollt seid, könnt ihr dann weiter. Ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, als einfach jedes Mal drüber zu klettern oder klettern zu müssen. Direkt danach gibt es auch schon das Hindernis Nummer 7, Wall of Pain. Da habt ihr so kleine Einkerbungen in der Wand quasi, wo ihr euch hochziehen, klettern müsst. Das wird jetzt aber auch nicht so wild sein. Ich denke mal, da kommt ihr auch ganz einfach hoch. Da könnt ihr euch natürlich auch helfen lassen und dann geht es auf der anderen Seite wieder runter mit ein bisschen Spaß. Das muss natürlich auch sein. Also ein bisschen Klettern mit dem eigenen Körpergewicht, so Klimmzüge als Vorbereitung oder sowas, das sollte man schon drauf haben. Schön nah an der Wand bleiben mit dem Körper, das ist immer so der Grundsatz beim Klettern. Mit dem ganzen Körper nah an der Wand bleiben und sich dann einfach nur hochziehen. Angst braucht ihr nicht zu haben, da wird es sicher Vorkehrungen geben, dass ihr da auch nicht runterfallen könnt. Beziehungsweise hoch sein wird es auch nicht. Dann könnt ihr mal wieder ein bisschen entspannen, denn dann geht es einfach nur eine Straße wieder bergab. Da kann man sich dann wieder ein bisschen erholen. Ich glaube, hier irgendwo war nochmal ein Verpflegungsstand, hier unten oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in dieser Gegend war auch ein Verpflegungsstand letztes Jahr. Da könnt ihr euch dann nochmal erfrischen. Dann geht es hier runter. Das ist wohl das lustigste Hindernis für alle, und zwar Bud Spencer, diese große, riesengroße Rutsche. Da einfach runter, da geht es auch nicht zu steil runter, sondern da habt ihr einfach nur Spaß. Dafür ist es auch gedacht. Ein bisschen durchs kalte Wasser unten und dann seid ihr auch schon raus. Das ist auch sehr breit, da hat wirklich jeder Platz und das hat letztes Jahr auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Zum Glück haben sie jetzt nicht mehr diese Kurve hier drin. Da ging es nochmal so richtig durchs Kies. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr vor... Letztes Jahr glaube ich auch noch, da ging es hier durchs Kies und dann die Strecke wieder zurück. Aber diesmal geht es direkt hier entlang zum nächsten Hindernis, Stairway to Heaven. Da müsst ihr dann wieder ein bisschen klettern, ist jetzt auch nichts Wildes. Da könnt ihr bestimmt ganz einfach hoch auf diesen Container an der anderen Seite wieder runter springen, einfach auf das Heu, das ist dann auch kein Problem. Also das ist kein großes Hindernis, das sollte machbar sein für jeden und dann geht es natürlich auch weiter.
Wo es runter geht, geht es auch wieder hoch. Dann geht es hier entlang wieder ein bisschen nach oben. Bin gerade am Überlegen, ob die Strecke letztes Jahr hier lang ging oder auch hier. Aber ich glaube auch hier. Denn dann lauft ihr wieder nach oben und kommt dann über diese Brücke drüber. Da seid ihr dann auf der anderen Seite und dann geht es so ein bisschen hin und her. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier noch ein paar Hindernisse zwischenkommen, die jetzt noch nicht eingezeichnet sind. Aber ansonsten müsst ihr einfach laufen. Da waren letztes Jahr, glaube ich, auch irgendwo noch Hindernisse, die dann nicht eingezeichnet waren. Es gibt immer so kleine Hindernisse, die auf der Strecke sind. Ein sehr anspruchsvoller Abschnitt war dann hier dieses Stück auch. Da geht es dann immer so hin und her mit Hindernissen gespickt. Hier gibt es, dieses Mal ist es neu, Brooks Black Mountain. Da müsst ihr dann auch hochklettern, runter ins Wasserbecken. Also das, was ihr eigentlich schon auf den Videos kennt, kein Problem. So ein großes Hindernis ist eigentlich immer nur in der Nähe vom Ziel gewesen. Diesmal auch zwischendurch. Hier gibt es auch was Schönes, Mount Giffmesser Rest, wie hat sich denn den Namen ausgedacht? Ja, auch einfach wieder eine Klettersache. Ich bin jetzt hier ein bisschen durcheinander, was das jetzt darstellen soll, aber das scheint so sehr viele kleine Hindernisse zu sein. So ein bisschen Wasserbecken, genau. Dann ein bisschen Klettern hier, also so ein All-in-One-Paket sozusagen, wo ihr dann durch müsst. Einmal durchs Wasser, dann einmal kriechen und ein bisschen klettern. Ist also einfach nur zeitraubend und natürlich kraftraubend, aber das sollte wohl klappen. Schaumband ist es hier, sehe ich gerade. Reifenstämme gibt es da, also da gibt es wirklich eine Menge. Auf einem Haufen direkt hintereinander, da kann man sich dann natürlich auch schön austoben. Als nächstes gibt es dann Ropes of Hope. Da ist dann eigentlich auch kein Problem, sich dann mit den Armen dort hochzuhangeln. Das ist jetzt auch nicht so hoch, wenn es nur ein Container hochgeht. Das sollte jeder eigentlich schaffen. Wie auch hier, versucht euren Körperschwerpunkt relativ nah an der Wand zu halten. Dann habt ihr auch kein Problem, euch damit hochzuziehen. Da gibt es dann auch die Stufen, wo man sich natürlich mit den Beinen festhalten kann. Also ihr müsst da nicht ganz an dem Seil hoch. Aber nochmal, natürlich nach dem letzten Hindernis nochmal einen draufgesetzt und das schafft ihr aber. Hier geht es dann halt ein bisschen hin und her und hier so eine kleine Kurve und dann auf das nächste Hindernis, Hürdenheim. Ein bisschen oben drüber, ein bisschen drunter, da müsst ihr dann auch euren Weg finden. Ich denke mal in der Mitte durch kann man dann am besten und da müsst ihr dann einfach nur drüber aufpassen, dass ihr nicht irgendwo hängen bleibt oder euch dann langlegt. Aber ansonsten ist das Hindernis eigentlich auch selbsterklärend und kein großes Problem. Letztes Jahr gab es hier so einen riesen Schlammloch, wo so einige Schuhe drin verschwunden sind, wo ich auch fast meinen Schuh verloren hätte und fast stecken geblieben wäre. Da bin ich mal gespannt, ob es dieses Jahr wieder da ist, aber ansonsten ist das auf jeden Fall schon ein sehr fordernder Abschnitt mit sehr vielen Hindernissen. Da braucht man natürlich so mittendrin in der Strecke ein bisschen Energie. Weiter geht's dann könnt ihr euch wieder ein bisschen ausruhen, den Schlamm von euren Füßen treten quasi. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Verpflegungsstand, soweit ich mich erinnere. Und ja, ansonsten schaut euch einfach meine alten Videos an. Dann geht es hier so ein bisschen rum und auf das nächste Hindernis zu. Das ist dann ein Tunnel quasi, wo es ein bisschen Action gibt. Da wird es wahrscheinlich Nebel geben oder Schaumdecke, so wie es hier steht. Und natürlich ein bisschen Musik und so weiter. Das kenne ich auch schon von vom Strongman Run aus Holland, da haben sie es auch gemacht. Ist eigentlich kein Problem, da ist, außer wer natürlich elliptisch da Probleme hat, der sollte da jetzt nicht unbedingt so durch. Ansonsten ist das kein Problem, einfach Augen zu und durch und alles ist gut. Dann geht es wieder ein bisschen entlang hier an der Rennstrecke, da könnt ihr euch natürlich auch noch ein bisschen erholen. Letztes Jahr war es, glaube ich, hier, dass das große Schwimmbecken hier war. Möglich, dass es noch kommt, weil die 15 jetzt auch hier fehlt. Die 14 ist ja da und dann geht es erst mit der 17 weiter. Ich denke mal, dass hier dann auch noch das Schwimmbecken kommt. Weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber das lange Schwimmbecken war hier letztes Jahr. Und hier gab es dann nochmal
so ein Elektrohindernis, wo man dann durch musste. Das ist natürlich für die meisten immer das, ja, das Schwierigste, da durch diese Elektrodinger zu gehen. Aber da kann man sich auch mal immer ein bisschen durchmogeln. Hier hinten geht es dann weiter zurück auf den großen Platz sozusagen. Weiß jetzt gar nicht, ob es hier war. Nee, das war auch hier, glaube ich. Da gibt es dann auch Seile, wo man sich dann hochhangeln muss. Da gab es hier letztes Jahr auch direkt nochmal so einen Elektrohindernis quasi. Ich glaube, die haben es verschoben von hier nach da. Bin ein bisschen durcheinander mit den ganzen Jahren. Auf jeden Fall gibt es hier bestimmt irgendwo noch Elektro. Und dann gibt es natürlich das größte Hindernis direkt, wo die ganzen Zuschauer stehen und dann auch fotografieren können. Mount Butmore, da müsst ihr dann auch wieder ein bisschen klettern über diese Spinnennetze, über die Netze. Das ist immer ein bisschen frickelig, aber man muss es langsam machen, nicht zu schnell über diese Netze, auf jeden Fall langsam, Schritt für Schritt, dann kommt ihr da auch ganz sicher drüber. Dann ein bisschen Spaß wieder runter ins Wasser rein und dann könnt ihr natürlich auch euch freuen, dass ihr die erste Runde geschafft habt. Ich denke mal, hier kommen auch noch ein paar kleine Hindernisse mit rein. So gerade auf der Zielgeraden sind immer die meisten Hindernisse. Und dann habt ihr es geschafft, dann lauft ihr von hier in die zweite Runde. Und nachher, wenn ihr die zweite Runde geschafft habt, ist auch hier irgendwo dann das Ziel, wo ihr dann eure Medaille, ich denke mal, hier wird es irgendwo das Ziel geben, eure Medaille in Anspruch nehmen könnt und dann direkt eure Klamotten holt, in die Dusche geht und dann natürlich hier noch die anderen Leute anfeuern könnt oder euch bei einem warmen Tee oder was auch immer dann erstmal wieder erholen könnt. Und ich glaube, abends gibt es dann auch nochmal eine Party hier. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal zur Strecke. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen helfen. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, die Hindernisse sind jetzt alle machbar. Das soll natürlich auch ein Lauf sein für die Masse, für jeden und soll euch jetzt nicht kaputt machen, soll fordernd sein, soll euch jetzt aber nicht aus dem Rennen werfen, denn zusammen schafft ihr das auf jeden Fall. Da laufen wirklich alle möglichen Leute mit, Frau, Mann, dick, dünn, alle laufen damit. Viel trainiert, gar nicht trainiert, mit Krämpfen schaffen die es immer noch weiter zu gehen. Und ich denke mal, dass es für euch auf jeden Fall eine tolle Herausforderung ist, diesen Lauf zu absolvieren, zu schaffen. Und ich denke mal, wir sehen uns dann am Samstag und ich bin gespannt, auch wie das Wetter wird. Ich hoffe gut. Also bis zum nächsten Video, euer Daniel.